Hallo, meine Freunde, moin moin in der Runde, ich grüße euch, servus miteinander, alle schon da, ich sehe das schon, über 200 Zuschauer nach zwei Minuten, so soll es sein, moin moin, Josef mal wieder am Start, freut mich, der Norbert am Start, Grüße aus Sachsen, Grüße zurück, moin, Radenko auch wieder dabei, Annette, sehr schön, es ist Sonja nicht weit, Xyper natürlich, sehr schön, Trinken schon geholt? ja Stinkt normales Leitungswasser. Moin Justin. Moin Gabriel. Der Ferris ist natürlich am Start. Sehr schön. Frankfurt L.A. am Start. Christi, Kerstin, Blue Maverick heute Benachrichtigung bekommen. Sehr schön. Genau. Richtig Rostocker. Lasst mir gerne mal ein Like da. Das freut mich sehr. Ich grüße euch. Bratwurstverweigerer. Hm. Äh, Ferris, ganz direkt mal gucken. Ich habe das Gulag-Logo überarbeitet heute. Das sollte besser aussehen. Ja, dementsprechend die Emotes sind 26 Stück an der Zahl, glaube ich, waren es. Also da habt ihr ordentlich Auswahl. Da könnt ihr ordentlich was nutzen, wo ich gerade die Bratwurst da sehe. Die ist ja eine, eine davon. Tissermann, grüß dich, Julia. Moin. Richtig, ja, das Gulag-Logo sieht gut aus. Das ist wunderbar. <laughs> die Bratwurst ist aber auch der Knaller. Lüften? Nee. Also, ich sitze jetzt beim T-Shirt, aber nur in weiser Voraussicht, weil ich weiß, dass die Rechner, die jetzt hier alle im Büro laufen, ordentlich Abwärme produzieren. Aber ich sitze hier mit dem Schal. <laughs> Irgendwann habe ich ein bisschen im Hals. Ein bisschen kratzigen Hals heute. Deswegen, ich kenne meinen Körper, ich weiß, wie ich damit umgehe. Deswegen trage ich jetzt ein, zwei Tage ins Schal und dann sollte das auch wieder durch sein. Wo ist die Goldraute? Kann ich mir nicht leisten, leider, Seiper. Kann ich mir leider nicht leisten. Tut mir leid. Philippe, herzlichen Dank von Dreier. Grüße gehen raus. In die Schweiz natürlich. Moin, moin, ich grüße dich. Wie kann man die denn schicken? Das geht nur als Sub. Das geht nur als Sub, Yusuf. Du bist ja Mod, aber kein Sub. Beim Ferris siehst du das, der hat ja hier unbegrenzte Geschwindigkeit-Logo dahinter. Bei dem geht das beides. Wolfgang, deine E-Mail habe ich bekommen. Es ist eine bodenlose Frechheit, was da abgeht. Ne? Es ist eine bodenlose Frechheit. Wozu hast du es denn machen lassen, wenn du unter den Umständen, dass du jetzt das große G mitgemacht hast, um deinen Bruder in der Klinik da oder in dieser Einrichtung, wie es auch immer das genau ist, besuchen zu dürfen und dann ist das trotz dessen unter solchen Umständen? Es ist schier lächerlich, wirklich. Da kommt mir auch ganz schnell alles hoch, wenn ich sowas von Betroffenen lesen muss. Tja Sven, das ist nicht möglich, nein. Wieso zerstört wieder die CDU Part 1? Habe ich durchgesäppt, ist nicht sehenswert, ganz ehrlich. Nein. Ich frage mich ja, wann mal Kritik von anderen Parteien kommt. Okay, er hat in diesem Video ja ein bisschen kritisch über die Grünen gesprochen. Wo bleibt Kritik über eine FDP, über eine SPD, über auch eine AfD? Kann man natürlich auch mal Kritik äußern, klar, keine Frage. Das ist genau falls du sagst, RISO ist nicht relevant. Richtig, sehe ich genauso. Und die CDU denkt an meine Worte. Wird dieses Mal, wir haben es aber bei der Europawahl letztes Jahr gesehen, da haben sie ja, das war eine neue Situation, da wussten sie alle nicht damit umzugehen, dieses Neuland Internet, Merkel hat es ja jahrelang blockiert, da irgendwas zu machen, damit sich richtig zu befassen und vielleicht auch mal ein paar Experten in die Partei irgendwie reinzukriegen oder auch ein paar Leute dazu auszubilden, dazu Experten zu machen, sich damit mit Social Media auseinanderzusetzen und alles. Haben sie ja nicht hingekriegt, weil das ist ja ein wirklich gutes Beispiel. Guckt euch das doch mal an. Wie viele der AfD-Abgeordneten, egal ob Landtag oder Bundestag, haben gut laufende äh, YouTube-Kanäle? Das ist ganz krass. Aber auch zum Beispiel, wenn du ein Beispiel von den Linken haben möchtest, eine Sarah Wagenknecht, hat die mittlerweile die 200.000 Abos geknackt? Wir können ja gerade mal gucken. Die hat einen Top-YouTube-Kanal. Das muss man lassen. Und man sieht ja einfach, dass das bei... CDU, FDP, alles nicht funktioniert. Boah, ja, Prost Mahlzeit, sogar 255.000 Abos. Respekt, also das ist schon ordentlich. Aber die macht doch guten Content, das muss man wirklich sagen. Ne? Und wenn man sich jetzt hier anguckt, hat Angela Merkel einen YouTube-Kanal? Nee, natürlich nicht. Die CDU hat aber einen, soweit ich weiß. Oder? Nee, haben die keinen? Doch, hier. CDU TV. <laughs> die haben die Anzahl der Abos ausgeschaltet. Auch geil. Das ist auch echt gut. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Können wir mal hingehen. Mal gucken. Können wir noch die letzten Abo-Anzahlen angezeigt? Die sind von 5. Juli. Und da haben sie irgendwie aber. 18.000 Minus-Abos gemacht in dem Monat. Ja, ist auch eine Leistung. Minus 18.000 Views? Das bedeutet aber eigentlich, die haben Videos gelöscht. Das waren nicht die Subs hier oben, das waren natürlich die Views. Mein Fehler. Was war denn der letzte Rank der Abos? Total Subscribers. Kann man gar nicht mehr sehen, weil die es wirklich komplett geblockt haben. Wie lächerlich. Ja, aber wenn man dann nach der Aufrufzahl geht, 332 Aufrufe, 50% Like, Dislike-Rate, 578 Likes, hier 62.000 Likes, 23% Like-Rate, ja, das spricht halt schon Bände. Das ist halt inhaltlich wie strukturell halt schlecht. Und die FDP versucht sich ja mittlerweile auch, die FDP versucht sich hier ja auch, ja, 15.000 Abos, immerhin. Okay, 1000 Aufruf, 1000, 6000, hier 150.000, der Wahlwerbespot, klar, der wird natürlich auf verschiedenen Seiten auch ähm, eingebettet, dadurch zieht er natürlich Aufrufe. Ja, hier und da so die Wahlwerbedinger, die haben natürlich ein bisschen mehr, vielleicht werden die auch mit Werbung noch ausgestrahlt, aber ansonsten ist hier nicht viel Reichweite vorhanden, hier noch ein bisschen, also Kurzstatements und sowas. Hat die Linke den YouTube-Kanal? Ja, 24.000, immerhin. Aber auch durch den Bank-Weg wenig Aufrufe. Krass, noch weniger als die FDP, CSU. Die hatten es doch versucht mit diesem komischen Auf... Wie hieß der? Warte, CSU, YouTube, ähm... Wie hieß der Typ? Der war so total durchgebeitscht. Hier, er hier, er hier, genau, er hier. Gibt's das noch? CSUU oder CSU? Gibt's das noch? Das war ja ein, ein Ding letztes Jahr. Ne, zwei Jahre ist es schon her. Ernsthaft. Ach Leute, die Zeit rast. Die Zeit rast. Das ist so krass. Habt ihr das mal gesehen? Also, kannst du nicht angucken sowas. Ja, 3000 Abonnenten haben sie. Aber ich glaube, das machen sie auch nicht mehr. Das haben sie auch verstanden, dass das nicht ankam. Die verstehen einfach wirklich nichts davon. Ich will das nicht verurteilen, dass sie jetzt hingegangen sind hier vor zwei Jahren und haben mit diesem, ich glaube, Arminis denn, ne? Egal. Mit diesem Herrn hier auf jeden Fall zu versuchen, da Reichweite zu generieren, sich auszuprobieren, das gehört zu YouTube und allem drum und dran dazu. Das ist okay. Aber... Äh. AfD? Gut, dass der natürlich in der Suche nicht auftaucht. <laughs> du kannst du ja dir wieder mal nicht ausdenken. Wo ist denn jetzt der Kanal? Grüne müssen wir natürlich noch gucken. Hallo? Warum wird denn der Kanal jetzt hier gar nicht angezeigt? AfD TV, da wird er gezeigt hier ja, und von der Fraktion aus dem Bundestag. Die haben zwei, ne? Findest du nur über den Filter? Ja, ja, genau. AfD TV 116.000 Abonnenten und 176.000 bei der Fraktion. Und die Aufrufe sind hier wirklich krass. Also, die sind wirklich übertrieben krass. 136.000, 150.000, 20.000. 80, 20, 55, 20. Und das sind die geringeren Aufrufzahlen, haben meist, ja, hier so Gedenkveranstaltungen, Minute, Video, aber häufiger diese ellenlangen Videos. Zwei Stunden hier fast. Das ist ja auch klar, das, das klicken nicht so viele Leute an. Ist das gleiche wie bei mir hier im Kanal, im Verhältnis zwischen Livestream und äh, Aufrufen bei den Videos. Hier 40.026, 31, 113, 50 und so weiter. Und AfD TV, wie viel haben die da?

Warum ist das so? Weil die hier ungekürzt wirklich auch Reden aus dem Bundestag eins zu eins von Phoenix einfach einstellen. Das ist das Krasse. Das ist richtig heftig und das sieht man bei den anderen Parteien halt nicht, wie wir ja gerade auch schon gesehen haben. Die Grünen werden ja auch nicht gefunden. Okay, schauen wir auch mal Kanal dahinter. Okay, da haben wir 21.000 Abos. 1500, 3500, 700, 1500, 1200, 1500, 1600, 18, 10, 28. Auch nicht viel los. Nicht viel los. Ist ganz interessant. Ich kam darauf, was hatte ich im Chat gelesen? Ich weiß es nicht mehr. Schon wieder ein paar Minuten her, da hat man es vergessen. Man kennt es. Auf Facebook ist der Unterschied am krassen. Ja, du hast das gerade geschrieben, Ferris. Bei Facebook ist nicht meine Plattform. Bin ich nicht so unterwegs? Da hat die äh, Facebook-Seite der AfD irgendwas über 500.000 oder was? Krass. Viola, warum nennst du den Brandschützer jedes Mal im Stream Brandschwitzer? Das ist frech, aber vielleicht was sich liebt, das neckt sich. Könnt ihr auch den Kindern erzählen, beim Olli im Chat kennengelernt. Also, wir haben hier ein Titelthema und der eine oder andere wird es bei Telegram schon gesehen haben. Der Ferris hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Wir sehen hier aktuelle C-Lage im Überblick in Deutschland. Ne? So, ganz seriös, Tagesschau-Link. Ferris, die Links wieder sammeln, danke dir. Wir sehen hier die Lage. Guckt euch das mal an. Ist doch ganz interessant. Ne? Also für den, der die Deutschlandkarte jetzt nicht so gut kennt, der heißt nicht Brandschwitzer, der heißt Brandschützer-Viola. Das meinte ich. Wir sehen hier im Osten Deutschlands ist nicht mehr so viel los. Im Osten Deutschlands sieht es relativ entspannt aus, auch hier im nördlichen Bayern. Interessant. So, aber das hier sticht halt wirklich komplett hervor. Im Gegensatz zum Beispiel wie bei mir hier in NRW, da sieht es halt wirklich heftig aus. Und hier in Baden-Württemberg auch, noch ein bisschen im Norden. Aber NRW halt wirklich ganz heftig. So, und jetzt möchte ich darauf zurück. Erinnert euch an den Januar diesen Jahres? Natürlich, wie ihr wohl alles gut, von mir ja auch. C-Fallzahlen und Politik. Der Ostbeauftragte, wer ist der Marco? Marco Wanderwitz, ich weiß den Vornamen nicht mehr, Wanderwitz, da genau, Marco Wanderwitz. Ostbeauftragte erklärt Hui-Inzidenz mit AfD. In vielen Hochburgen der AfD sind die C-Zahlen hoch. Die Forschung ist unsicher, ob es sich dabei um eine Korrelation oder um einen kausalen Zusammenhang handelt. Ganz anders der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Der CDU-Politiker Wanderwitz sieht sogar Ähnlichkeiten zu den Trump-Wählern. Ja, das geht ja schon mal gar nicht. Ist, äh, ist es kein Zufall, dass das C ein Jahr nach seinem ersten Auftreten heute besonders in jenen Landkreisen vertreten ist, wo die AfD stark ist? Eine mal laute, mal leise Rebellion gegen die Infektionsschutzpolitik behindert unter, unterm Strich die Virusabwehr sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herr Wanderwitz, wollen Sie sich diese Karte hier nicht mal anführen? Wollen Sie sich nach sieben Monaten nicht mal dafür entschuldigen, was Sie für eine Hetze betrieben haben, wie Sie sich verhalten haben den Ostdeutschen gegenüber? Ich finde, es ist ein Armutszeugnis als Ostbeauftragter. Was heißt hier Auftrag? Zu spalten? Weiterhin aufrechtzuerhalten, dass das eine andere Gesellschaft dort drüben ist? Das ist doch der Knaller. Das ist doch der absolute Knaller. Moment, fürs. Und besonders das hier noch in Verbindung. Forscher prüfen Mediennutzung. AfD-Wähler leben in eigenem Infokosmos. Sag mal, was geht denn hier ab? Was wird denn hier betrieben? Das ist eine komplette Spaltung. Sobald du böse, AfD wäre jetzt böse und hin und her. Viele AfD-Anhänger leben in ihrem eigenen Informationskosmos, der wenig mit der Welt der anderen Wählergruppen zu tun hat. Und ganz interessant ist da nämlich, der Stuttgart veröffentlichte Untersuchung zufolge lagen sie insbesondere bei der Nutzung von Social Media Kanälen deutlich von Anhängern anderer im Bundestag vertretenen Parteien. Und jetzt kommt's, Unterstützer der Union und der SPD dagegen informierten sich vor allem über das Fernsehen. <laughs> Ich wette, wenn man Fernsehen nochmal kategorisiert, wird hier Tagesschau-generell ÖRR ganz, ganz groß geschrieben und ein ganz großer Anteil dessen sein. Vielleicht sollte man ja doch mal sich nämlich eben bei diesen ganz gefährlichen Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel hier YouTube-Kanal Olli oder auch anderen, doch mal interessieren, äh, informieren. Und dann wird man verstehen und vielleicht das ein oder andere doch kritisch sehen. Das hat sich sogar ein bisschen gereimt. Das ist der Knaller. Das ist der Knaller, was hier versucht wird, wieder zu machen. Gesellschaftliche Spaltung at is best. Punkt, Punkt, Punkt Punktboten-Monitoring. Ach krass. Vollständig. Guck mal. Guck mal. In NRW. Ja, hans Bremen ist ein bisschen höher. Ach so, man kann es auch großklicken. Ach, oh, boah, hallo. Ja, okay, geht. Ähm, mindestens einmal und vollständig. Vollständig vergleichen wir jetzt. NRW, warum wird NRW mit NW abgekürzt? Ist das jetzt nur noch Nordwestfalen ohne Rhein? Ist der Rhein jetzt irgendwie äh, gender nicht mehr gerecht oder was ist jetzt hier los? Also, das ist ja Knaller. Genau, und jetzt in Verbindung dazu die Inzidenzkarte. Ist das doch ein Armutszeugnis? Also wozu, fragt man da an dieser Stelle. Wozu? Guckt euch an. Der gesamte Osten hier. Weniger los. Okay? NRW, rot und dunkelrot ein bisschen. Und jetzt diese Karte hier. Guckt hier NW, NW, ohne rein, ohne rein. NW ohne rein. Wir kennen es. Und jetzt hier der Osten. Hessen ist ja auch noch ganz interessant, Müssen man auch mal gucken. Ja, passt nicht so. Aber was sagt uns das? Das hier hat nichts mit der Wirkung zu tun. Das ist doch, das ist mal wieder der Knaller. Bayern hier auch noch ein bisschen anders. Und hier unten auch wieder. Es hat nichts damit zu tun. Es hängt einfach nicht zusammen. Das ist der Knaller. Ja, NRW hat schon eine Milliarde Bratwürste verballert. Definitiv, ja, natürlich. Wir haben alle Recht behalten, Leute. Das haben wir alles schon vor einem halben Jahr erzählt. Das haben wir alles schon erzählt. Das haben wir alles schon prophezeit. Das haben wir alles schon gesagt, dass es genau so laufen wird. Dass genau das alles eintreten wird. Das ist der absolute Hammer. kannst du dir nicht ausdenken, kannst du dir nicht ausdenken, was hier abgeht. So Leute, lasst mal ein like für den Livestream da, das freut mich. Definitiv zu wenig likes. Was ist denn los mit euch? Pennt ihr? 339 Likes bei knapp 2000 äh, 1200 Zuschauern so. Moin moin. Genau, wir die bösen Verschwörungstheoretiker und Schmuddelkinder. Ja, ja, fürs. Man kennt uns ja. Ganz 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 schlimm. Ja, Depridok, im Endeffekt hast du recht, wenn man die Forscher jetzt hier genau nimmt. Ja, die AfD-Wähler sind besser offen, äh, informiert, offensichtlich. Ne? Es fängt ja allein dabei an, habe ich ja gerade deswegen auch gezeigt, um dieses Thema aufzubauen, wie viele Aufrufe es bei den AfD-Kanälen gibt. Warum? Weil man dort unzensiert sehen kann, was im Bundestag los ist, wie eine Rede dort abläuft, wie die Kandidaten da sich gegenseitig ins Wort fallen und reinschreien, als wären sie im Affenhaus. Das kannst du dir nicht ausdenken. dann. Ich glaube, das könnte das neue Wort werden. Könnte das neue Wort werden. Ach, Först, du hast auch noch die Facebook-Seiten für den Vergleich rausgesucht. Danke dir. Also fangen wir hier an. CDU. Gehen wir auf Abonnenten. 225.000 Abonnenten. Das ist die höhere Zahl. Dann haben wir hier bei der SPD 211.000. Und ich habe. Heute wieder Video geguckt, richtig geil. Henrik M. Broder. Herzlichen Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle. Ich hoffe, ich werde mal irgendwann die Ehre haben und ihn kennenzulernen. Ist 75 geworden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und er hat gesagt, und ich fand es so passend, deswegen nehme ich das jetzt mit rein: Die Plakate von Olaf Scholz sehen so aus, als wären es solche Dracula-Plakate, so nach dem Motto. <laughs> und ich bin dafür da, Olaf Scholz ist dafür da, um euch das Blut auszusaugen. Das ist doch wirklich so, weil dieser Kontrast ist so heftig, dass sie ihn als Schwarz-Weiß fotografiert haben hier mit dem dunklen Anzug, dunkle Krawatte und dann nur das helle Gesicht auf diesem knallen, roten Hintergrund. Das ist wirklich so Graf Dracula-Style, ne? Also das passt schon sehr gut. So, dann haben wir bei den grünen, 226.000 krass und bei der AfD 538.000. Und das ist es, was ich sage und das bestätigt ja auch dieses hier. Die Leute, die die AfD wählen, ist offensichtlich so, zumindest wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Personen, die das abonniert haben, auch Abonnenten ähm, Wähler davon sind, dass die wiederum sagen, ich informiere mich hier selber proaktiv und das ist es ja genau das, wozu ich aufrufe. Ich will nicht, dass jeder jetzt die AfD wählt, keine Frage. Ich will nicht, dass jeder jetzt die Grünen wählt, die SPD oder sonst. Man muss jeder für sich selber entscheiden, gar keine Frage. Ich möchte erreichen, dass durch meinen Content mehr Leute sagen: Ey, Moment mal, das wusste ich ja gar nicht, was der Olli da sagt. Ey, das Thema kannte ich gar nicht. Da informiere ich mich jetzt aber auch selber mal. Da lese ich jetzt mal hier einen anderen Artikel. Da gucke ich jetzt auch mal proaktiv nach und suche etwas raus. Weil wir merken das doch immer ganz, ganz deutlich und immer häufiger, dass, und das finde ich so, ist eine so absolut nicht neutrale Berichterstattung, die wir haben, dass ganz häufig, wenn auch die AfD beispielsweise sich über ein Thema äußert, das in Artikeln gar nicht publik gemacht wird. Es wird gar nicht darüber gesprochen. Oder es wird auch nicht. Hingegangen und von der Linken so viel präsentiert, was die sagen. Das wird auch nicht gemacht. Man nimmt diese linke Partei und die rechte Partei, die AfD, beide einfach raus. Das ist total heftig. Ich zitiere natürlich ab und zu die Taz. Wenn da was Anständiges drinsteht, mache ich das, aber das ist halt selten. Ja, anders kann man es auch nicht, Sir John. Julian, ich glaube, du hast das Prinzip meines Kanals nicht verstanden. Das kannst du aber gerne im Impressum bzw. hier in der, 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 der Kanal-Info ganz genau nachlesen. Du gehst auf meinen Kanal drauf, klickst dir auf die Kanal-Info, hier berichte ich über äh, aktuelle Themen aus der Gesellschaft und Politik. Achtung, dieser Kanal enthält meine persönliche Meinung. Und nochmal, es geht klar darum, sich bei mir ein. Interessantes vielleicht, mehr oder weniger, muss jeder für sich selber entscheiden, Meinungsbild von mir zu holen. Ich versuche es neutral aufzubereiten, ich versuche auch immer alle Seiten zu betrachten, dass mir eine Taz nicht gefällt, das ist meine persönliche Meinung. Ich lese aber auch andere kritischere Zeitungen und zu referenziere aus denen. Wenn ich aber hingehe und berichte, möchte ich, dass zusätzlich natürlich auch Leute sich noch anderweitig informieren. Natürlich. Alles andere wäre unseriös. Weil es ist doch logisch, wenn du einen Artikel in der Zeitung XY liest vom Autor Y oder Z, dann wird der natürlich in einer gewissen Art und Weise dargestellt sein. Das weißt du doch ganz genauso, wenn von der DPA ein Bericht veröffentlicht wird und die DPA berichtet über das Thema XY und das kommt in fünf verschiedenen Zeitungen raus. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, was passiert. Der DPA-Text wird eins zu eins einfach copy-and-paste in einen Artikel gepackt, damit man Content hat damit was passiert, damit man Reichweite generiert. Oder aber er wird so formuliert, dass du dir denkst, bei dem einen, Jo, okay, das stand da drin, und der andere interpretiert, interpretiert das komplett anders. Und das ist ja normal, das ist ja ganz klar. Aber wir sehen ja halt einfach, dass diese Neutralität immer weniger es gibt, denn eine starke Wertung ist immer häufiger vorhanden. Und das versuche ich herauszulassen. Und bei, ich will mich selber loben, aber bei 100 irgendwas über, was weiß ich, was habe ich? 140.000, über 140.000 Followern, bestätigt mich das ja in meiner Arbeit, dass ich ja irgendwie etwas in der Richtung richtig mache. Weil warum haben öffentlich-rechtliche oder auch diese ganzen Parteikanäle bei YouTube so wenig Aufrufe, weil man sich den Schwachsinn nicht reinziehen möchte, weil man es wohl nicht glaubt. Es ist ja ein ganz einfaches Credo. Julian will ein Lastenfahrrad. Ich weiß es nicht. Wo wurdest du beleidigt? Das habe ich nicht gesehen. Moin Tommy, ich grüße dich. Das hatte ich letztes Jahr zu deiner Insta-Frage bei ähm, in der Instagram Story wiederum mal gezeigt, aber jetzt noch so ein kleines Reel daraus gedreht. Top Antwort, Olli, freut mich. Ferris, wurde der Julian in irgendeiner Art und Weise beleidigt? Äh, Julian E heißt der, der die Frage da vorhin gestellt hatte, wegen der Z. Äh, Taz. Wegen der Zeit, wie in der Tatz. Äh, Stefan, Umfragen und äh, Abstimmungen mache ich regelmäßig. Dazu einfach auf den Olli-Kanal drauf gehen. Und, ach, nebenbei gesagt, ihr findet meinen Kanal jetzt hier auch über den Kürzel, ne? Sehr, sehr geil. Also muss ich, muss ich YouTube wirklich loben und äh, speziell meinen Partnermanager. Ganz liebe Grüße gehen raus an den. Wenn ihr auf YouTube seid, ihr geht einfach auf youtube.com slash. Oliver. Oliver leider besetzt. Ihr gebt einfach Oliver ein und dann kommt ihr nämlich auf meinen Kanal drauf. Ist das nicht geil? Finde ich richtig cool, dass das geklappt hat. Ihr geht auf den Kanal drauf, klickt auf den Community-Button und hier finden regelmäßig alle zwei, drei Tage Umfragen statt. Umfragen? damit hier mal ein interessantes Meinungsbild passiert. Und wie man ja hier sehen kann, die sind jetzt nicht bei nur 1000 oder 1005 oder 2000 Teilnehmern. Hier sind wir schon im deutlich drüber Bereich. 25.000, 26.000, 29.000, 33.000 und so weiter und so fort. Und ja, es gab hier auch eine Umfrage. Muss ich jetzt ganz genau raussuchen, da einfach mal ein bisschen durchkommen, ein bisschen gucken, ähm, bezüglich der verschiedenen Parteien zur Bundestagswahl, was passieren könnte oder wen man wählen würde, wenn jetzt in den nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Mache ich ja regelmäßig. Die nächste Blamage deutsche Außenpolitik, Nord Stream 2. Ja, das passt. Was kann Deutschland noch? Leute, es ist so schrecklich. Was sie können, ich sage es ja euch ja immer wieder, weil die Frage ist rhetorisch. Die können meine Steuern einziehen von meinem Konto. Das ist egal, ob das gedeckt ist oder nicht, die buchen immer ab. Oh, Karl Lauterbach, die Verunsicherung der Bürger kann ich verstehen. Das ist so krass. Agent 00, Luxem Luxusburg. Ich dachte schon Luxemburg. Grüße gehen raus. Herzlichen Dank für den GZ GEZ verlangen. Das klappt natürlich auch. Natürlich. Punkt, Punkt, Quote nicht groß genug. Merkel ruft bei Festakt zum Punkt, Punkt, Punkt auf. Das E-Lastenrad ist das Arschgeweih des Allnatura Adels. <laughs> das ist gut ausgedrückt. Und wisst ihr, das ist ja auch so krass. Das ist ja auch so heftig, weißt du, die die, die Ach. Extra Kosten fürs Eigenheim, ja, den muss ich mir mal in Ruhe angucken. Ja. Die Extragebühr. Komisch, warum ist das heute in einem Artikel hier drin? Bei der Welt und beim Fokus. Geht nämlich, sorry falscher, wo haben wir den, Da, der hier. Um die Bereitstellungszinsen. Also bereitet euch gerne mal vor, beziehungsweise abonniert einfach den Kanal. Das ist wiederum der Olli investiert Kanal. Habe ich ja bei Telegram eine Umfrage gemacht. Im Olli investiert Kanal. Werden in den nächsten Wochen und Monaten Videos darüber kommen, über meine Recherchen zum Thema. Ähm, Haus kaufen, Haus bauen, welche Förderungen gibt es, habe ich als Idee, ne? Kaffee-Förderkredite und so weiter. Dann möchte ich darauf eingehen, auf eben sowas. Bereitstellungszinsen ist ein ganz, ganz spannendes und umfangreiches Thema. Überhaupt Finanzierung für so ein Objekt und so weiter. Starker Löwe? Nein, ich bin Schütze. Ich habe doch im Dezember Geburtstag. Philipp, danke auch dir. Moin, moin. Danke für den Einsatz für uns und die, die mitdenken wollen. Grüße gehen raus. Ich danke dir. Martin, auch herzlichen Dank an dich. Genau, der Ferris hat den Link zum Olli-Investiert-Kanal mal kurz rübergeschickt, sodass ihr da auch es mitbekommt. Ja, da geht auch mal was ab. Ich jetzt so die Aufrufzahlen gucke. Ich habe jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so viel gemacht, muss ich zugeben. Aber ich glaube, dieses, gerade dieses Hausthema, das macht in dem Kanal natürlich ganz großen Sinn. Das können wir da auf jeden Fall behandeln. 6660 Abos, danke für fünf neue. Die sind gerade schon rübergekommen, sehr schön. Danke dir, Martin, Ehrenmann. Kauft euch alle schon mal einen Gaul? Nein, Esel sind bevorzugt. Ihr wisst, dass das kein äh, Quatsch ist, ne? 2018. Grünen Politikern will Eseltaxis einführen. Wer auf dem Land wohnt, schreibt Fokus, ist oft auf das eigene Auto angewiesen. Busse fahren vielerorts nur selten und dann auch nicht sehr lange. Das will die Lokalpolitikerin Mura aus Zweibrücken nun ändern, Mithilfe von Eseltaxis. Ich sag das jetzt mal ganz ganz wertfrei. <laughs> Auch wenn es mir schwer fällt. Das ist wirklich der Knaller, ne? Das ist wirklich der Knaller. Wir suchen derzeit Esel und zwar deutschlandweit. Wir wollen mit zwei Eseln starten, einem Männchen, einem Weibchen. Die Tiere kosten ja Geld, deswegen wollen wir selber in die Zucht einsteigen. Mura ist Ortsvorrichterin von Mörsbach, einem Stadtteil von Zweibrücken. 1000 Einwohnerort ist nur bis 1830 mit dem Bus angebunden. Das könnten auch Kühe machen. Also Leute, wenn man nicht wüsste, dass das von den Grünen ist und dass das ernst gemeint ist, dann könntest du dir nur den Kopf fassen und sagen: total krass. PS hat ein Esel, das weiß ich nicht, Könnte ich dir nicht sagen. Und das ist so krass, wie viele Leute jetzt sich darüber amüsieren im Chat. Und das offensichtlich noch nicht wissen. Und ich habe darüber schon so oft berichtet. Und das sind halt solche Sachen, solche Fantasien der Grünen, die sind ja nicht abwegig, dass du sagen kannst: Nee, das wird ja nie sowas, ach, das ist ja Verschwörungstheorie oder ach, Olli, erzähl keinen Quatsch. Sowas machen die nicht, sowas wollen die nicht. Leute, das hat's alles schon gegeben. Sowas hat hat's alles schon gegeben. Und das ist nichts Besonderes im Endeffekt. Das ist so ein typisches grünes Ding dass die sowas fordern. und Die meinen das knallhart ernst. Ein Esel-Emoji. Verdammt geile Idee. Verdammt geile Idee. Äh, Ferris, kurze Notiz. Nee, warte, ich schreib's mir direkt auf. Das ist eine geile Idee. Gabriel, danke dir. Das mache ich. Mache ich fertig. Mal gucken, ob ich morgen äh, zeitlich hinkrieg. Die wollen nicht nur den Kanzler stellen. Die stellen den Kanzler Kandidaten gerade aktuell, ne? Schmiergeld für C-Hilfen, zwölf Jahre Haft. Cool. Follow the money. Ich sag's immer wieder. Kai, bitte Touristen, macht hier keinen Urlaub. Macht hier Urlaub. Sorry, so rum. Ich hätte es andersrum gelesen. Trotz Banden und C. Oh, der ist gut klatscht, ja. Jeder wird sich früher, schneller, Punkt, Punkt, Punkt. Kann passieren, weiß ich nicht. Ja. Habe ich darüber berichtet, 50er-Inzidenz soll gestrichen werden. Und merkt ihr das eigentlich? Es tut sich gerade nicht so viel. Es tut sich gerade echt nicht so mega viel. Die sind alle ganz schön vorsichtig mit aktuellen Sachen, mit mehr Forderungen, mit Stränge und allem drum und dran, weil die wissen, um was es geht. Wir befinden uns auf dem Weg zur nächsten Bundestagswahl und da haben einige richtig Schiss. Das kommt auf ungepunkt zu. Söder will Inzidenz abschaffen. Aber, wenn ich das aber schon höre, ich habe es ja prophezeit vorhin im Video. Ich habe es ja prophezeit. Jetzt kommt's hier. Anstatt Regeln zu erleichtern, werden sie verschärft und das auch noch kostenpflichtig. Ja, natürlich. Ist nicht überraschend. Tommy, herzlichen Dank für deine Paypal-Spende. Ich danke dir. Alle bei der Bundeswehr schütteln den Kopf zum Thema Afghanistan und dem politischen Versagen des Westens. Ja, natürlich, ist ja auch berechtigt. Man sieht ja einfach, dass die Hausfrau und der Zwerg es nicht hingekriegt haben. Das ist ja wieder mal ein Armutszeugnis. Und man muss es ja realistisch sehen. Warum wird die Inzidenz gerade abgeschafft? Weil die Werte zu gering sind. Das ist doch ganz klar. Kannst du alles nicht für voll nehmen. Ja, Schwurbelmann, es wird nur noch schlimmer. Ich sage es ja immer wieder. Es wird nur noch schlimmer und unbequemer. Es soll ja auch unbequem für uns werden. Ne? Wer sich hier sträubt und wehrt wie wir, Nein, das ist nicht erwünscht. Das ist nicht erwünscht. Ich kann ja gerade mal wegen dem Eselmode gucken. Warte mal. Ich gucke natürlich immer nach rechtefreien Bildern. Donkey. Oh, da kann man schon schön. Ja, der ist ja schon mal richtig gut, ne? <laughs> Mit der Zunge. Ach so, na, so ein. Der ist auch geil. Der ist gut. Der ist auch gut. Aber was Quadratisches wäre natürlich noch ein bisschen cooler. Der ist, glaube ich, wirklich gut. Ich gucke mal. Ich bastel da morgen mal was. Ich bastel dann aus einem Foto oder vielleicht der hier, der ist ja ganz witzig. Und den schneiden würde. Ja, würde man erkennen, denke ich mal. Da kann man schon was Brauchbares draus machen. <laughs> Was schickst du mir, Ferris? Absurde EU-Regeln zwingen Lufthansa bald mit leeren Maschinen zu fliegen. Ach nee, das schadet Klima und Airlines. Was ist denn jetzt schon wieder los? EU pocht darauf, dass Fluggesellschaften ihre Slots auch nutzen. Den fehlen jedoch... Den Fluggesellschaften fehlen jedoch... Da fehlt doch irgendwie ein Wort... Wollen Sie die wertvollen Streckenrechte nicht verlieren, müssen Sie ohne Flugläste starten. Alter Schwede, aus Klimaschutzsicht ein Desaster. Die Lufthansa will es trotzdem machen und gibt die Schuld der EU. Weißt ja, kannst du dir nicht mehr ausdenken, diese dämlichen EU-Vorgaben, diese dämlichen Regelungen der EU. Wir sind komplett in einem bürokratisch kaputt, bürokratisierten Staat der EU und wisst ihr wir sollen alle weniger fliegen, sollen weniger CO2 ausschüssen, alles drum und dran. Aber dann sollen Leerflüge jetzt wohl stattfinden, damit sich hier eine Lufthansa ihre Streckenrechte nicht verliert. Vielleicht könnte man ja erst mal da ansetzen, bevor man beim Bürger wieder hingeht, dass wir wieder mal die Leidtragenden der Situation sind. Aber nein, EU immer first. Deutscher Bürger last. Deutschland muss raus aus der EU. Also das sage ich mittlerweile ja auch. Ne? Also wir können ja gerne eine EU lassen, aber eine selbstfinanzierte EU soll heißen, man muss nicht hingehen und länderübergreifend Milliarden Euro hin und her schieben und viel mehr Geld raus aus Deutschland und weniger wieder zurück. Das ist eine bodenlose Frechheit. Und wenn mal auch ein Bedürfnis in Deutschland besteht, wie beispielsweise durch die Flutopfer, dann sollte man ganz klar sagen, jo, helft uns jetzt auch mal. ihr müsst es nicht proaktiv tun, dass in italien oder andere länder jetzt bezahlen müssen, sondern einfach, dass man sagt. nein, wir zahlen einfach mal weniger oder gar nichts ein. das alleine würde ja schon exorbitant helfen. viele haben über briten gelacht und jetzt jo. absolut. Markus Söder, herzlichen Dank. Wir haben in Bayern schon ein, schon lange Eseltaxis. Ja, dann reite da mal schön mit. <laughs> ja, Tobias. Sprichst du eine ganz aktuelle an? So, da nicht der Sinn. Genau. Die Wirtschaftsunion. Sowas reicht ja aus. Montanunion, wenn dem das noch was sagt, ne? Über die Jahre ist dieses EU-Konstrukt halt einfach massiv gewachsen und viel, viel größer geworden und so ein aufgeblähtes Beamtensystem geworden. Überlegt euch das doch mal ein. Wir haben in, wie heißt das, in Brüssel den Sitz und in Straßburg. Warum? Die ziehen permanent hin und her um. Permanent. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wozu? Nur für Prestige. Oh, wir haben ja auch noch in Straßburg was. ist lächerlich as fuck. Ja, Kolonne, da ist leider wahr. Da wird sich auch bei der nächsten Bundestagswahl nichts dran ändern, befürchte ich. Ebenso. Leider wahr. Leider wahr. Ah, hier so ein einhorn Einhornesel. Wer kennt ihn nicht? Hey Leute, das macht so keinen Spaß. Ganz, ganz schlimm, was hier abgeht. So, wir machen den Stream heute dreiviertel Stunde ein bisschen früher aus. Halskratzen nehme ich mal als Ausrede. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend hier um kurz nach halb zehn. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke für die Unterstützung. Schreibt gerne noch einen Kommentar unten rein, ihr kennt das. Olli-Investiert-Kanal verlinkt der Ferris jetzt netterweise nochmal. Da auf jeden Fall gerne noch ein Abo dalassen, das würde mich sehr freuen. Haut rein, einen schönen Abend euch allen. Wir sehen uns morgen um 9 Uhr im Olli-Reddit-Kanal. Ciao, ciao.